Zamings haben jetzt noch 8 Sekunden zum Abschließen. Zeit läuft ja nicht davon. Der Branislav Kostic wird da. Jawohl. Und der Hocker. Da haben wir jetzt, mittlerweile ist ein weiterer neuer Spieler von der Luganesi aufs Feld gekommen. Das ist der Kevin Bernan Diello. Er ist Yoga und weiss, wie sich ein Spiel entwickeln kann. Luganesi sind lang hinten drin. Es läuft nicht und was passiert? Hier bereits der zweite Mal geblockt worden. Das ist mit der Nummer 14, der Matteo Mina. Ebenfalls ein Spieler mit Jahrgang 02. Lugano tut hier ganz gute Arbeit. Und jetzt haben wir den Kevin Cooper. Punkte von Lugano, 43 von den Starwings. Und Starwings fangen nicht gut. Und 0 bei Lugano. Die Trefferquote bei den 2 Punkten hat sich im zweiten. Und so wie die Foul-Anzeige blinkt, ist das der Devin Cooper gewesen. Ellenbogen verteilen. Absolut in Topform, hat nämlich eine Trefferquote bei den 2 Punkten von 33,3%, hat noch 3 von 9 getroffen. Auch jetzt der Ilija Vranic, völlig, ich sage jetzt nicht ganz, jawohl, Lugano Tiger. Es ist absolut inakzeptabel, so eine unkonzentrierte Leistung. Hier haben wir jetzt den Mobiliar, Topscorer. Hier haben wir ein Zuspiel, das absolut. Es wäre natürlich auch Anzeige gewesen, der Dennis. Sind aus dem Tessin nach 3,5 Stunden Fahrt hier angekommen, Das erste Viertel ist unterhaltsam, gut, sehr gut gewesen aus Sicht der Starwings. Die 22-4 Vorsprung haben aber dazu geführt, dass man zu fest